habe sie geschlagen und ich bin Gott dankbar, aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Verstehst du? Und die hat meine Kinder weggenommen. Mit einem dreckigen Juden. Das ist ein Abspritz. Ich mache seine Abonnente in einer Woche. Und egal, wie sie das vermarktet, ich und sie wissen das. In deine Mutter, die genauso... Ladies and Gentlemen. Falls sich jetzt viele fragen, wo ich bin, scheiß drauf. Die meisten von euch wissen, was ich für einen Stress mit dem Vermieter habe. Und deswegen wird das auch jetzt so ein ASMR Reaction. Also, mitten in der Nacht habt ihr mir ein Video zugeschickt. Mois hat ein Video hochgeladen und ich soll ganz schnell drauf reagieren. Leute haben gesagt, du kannst niemals ohne dein Equipment aufnehmen. Aber wir machen das Unmögliche unmöglich. Wir Türken wollen umbringen. Also, ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt mitten in der Nacht oder vielleicht auch früh euer Essen vorbereitet, euer Tee, was auch immer. Lasst es euch schmecken. Ich sage, let's go in the window. Und ich frage mich, warum zum Teufel Jalous? Also hat er keinen komischeren gefunden wie Jalous? Er macht mit Jalous jetzt... Wir gehen mal rein. Let's go in the window. Okay, nimm schon auf. This is the man in the mirror. Heute auf Deutsch, ne? Was geht ab, mein Bruder? Was geht? Gut. Dankeschön, dass du 7 Stunden gefahren bist, kurz bevor ich gleich in den Knast muss. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Bruder. Ich wünsche dir auch alles Gute. Jetzt geht's los, Bruder. Das Interview des Jahres, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung, was abgehen wird. Aber bevor ich gehe, will ich wenigstens so ein YouTube-Video. Weil ich habe so auf YouTube noch nicht geredet. Jede hat irgendwie geredet, aber ich noch nicht. Ich habe auch keine Zeit, das zu schneiden. So, halt du auch am besten dieses Mikrofon. Bruder, ich habe... Außerdem haben wir ja mitbekommen, durch seine ganzen Stories, dass die Polizei bei ihm war. In Bielefeld, glaube ich. Und also er ist schon so weit gegangen, dass er jetzt die... irgendwie die Kinder beleidigt oder so. Oder die Adressen von den Kindern leakt. Keine Ahnung. Also er ist komplett am Durchdrehen. Keine Ahnung, was da los ist. Du bist Zuschauer irgendwie. Ich bin irgendwie Zuschauer. Ich stelle ein paar Fragen, Bruder. Ja. Ich habe mitbekommen. Ich habe eigentlich alles mitbekommen. Ich habe die ersten Videos gesehen. Du warst sehr enttäuscht darüber, dass deine Frau fremdgegangen ist. Das waren aber echte Emotionen. Ich habe das on cam erst in diesen paar Tagen erfahren. Weil ich es nicht wahrhaben wollte bis zum Ende. Verstehst du das? Menschen wollen mich jetzt irgendwie so und so abstempeln. Ist jeder von euch schwul geworden da draußen? Und wenn deine Frau bei irgendeinem anderen, egal welche Nation er ist, wärst du nicht traurig, wenn ihr 2 beschissene Kinder hat, sie ein Auto hat, sie ein Haus hat, sie eine Villa hat und du draußen deine Mutter f***st, damit sie das haben und selber Kinder vermisst? Und dieser dreckige K***a will jetzt das so vermarkten, weil ich sie einmal geschlagen habe. Ich habe sie geschlagen und ich bin Gott dankbar, dass ich sie nicht getötet habe, versteht ihr mich? Aber ich habe es nicht getan, weil ich mich kontrolliere. Aber es ist schwer, sich zu kontrollieren. Hey Leute, ich sag euch eine Sache. Der Typ ist durch. Der ist krank. Das sieht man doch. Wundert euch nicht, wenn ihr gleich irgendwelche Pinsgeräusche hört. Das sind die Welpen übrigens. Ja? Also wer Interesse an Welpen hat, XL-Bullis, kann sich gerne melden. Ich sehe auf jeden Fall Jalous seinen Blick, dass der komplett sich denkt, wo bin ich denn jetzt gelandet? Denn, verstehst du? Darum laufe ich vor mir selber weg. Versteht ihr das? Und die hat meine Kinder weggenommen. Mit einem dreckigen Juden. Ich schwöre, Jalous bereut um sein Leben, dass er dieses Interview gerade macht. Guck mal, wie er guckt, Leute. Bitte guckt euch das mal an. Der Typ hat einen Knacks. Guck mal, mit diesem Video hat er sich gerade wieder exposed, dass er einfach nur was im Schilde hat, ne? Und die haben mir meine Kinder 13 Monate nicht gezeigt und mein Essen gegessen. Verstehst du das? Ich habe meine Miete nicht bezahlt, damit sie das haben kann. Jetzt sitzt dieser da und erzählt, ich hätte ein blaues Auge. Freut dich, dass du nicht tot bist. Und du kleiner Sohn, ich... Hadid an. Ey, diese Uhrzeit ist nicht gut. Wallah, die Djinns sind mit ihm. Was geht in dem vor? Warum schreit der so rum? Was ist das für ein Statement? Der sagt, meine Ex, Devil, Teufel. Bruder, der ist Teufel in Person. Wallah, ich sitze hier im Dunkeln, ich gucke gerade in diese Linse rein und krieg vor mir selbst Angst. Ich denke, irgendwo hier bewegt sich gleich Man in the Mirror irgendwie sein Gesicht oder so. Wallah, ich habe gerade richtige Paranoia. Was ist mit dem los? Hadid an San Diego, Hadid an Kollege, Hadid an Farid Bank, der ihn denkt.
Hadid an dein Manager, der 7 Accounts von mir sperrt. Hadid an San Diego, an die Staatsanwaltschaft, die mich heute 7-mal verhaftet hat, weil ihr meine beschützt. Hadid an, wenn ich eure Seelen nicht nehme, ihr Söhne. Mehr hatte ich, bevor ich in den Knast gehe, auch nicht zu sagen. Hä, was soll das gerade für ein Statement sein, Leute? Walla, Jalous ist selber verstört, obwohl er selbst auch gestört ist. Ich meine, er hat auch seine Macken. Aber selbst er ist gerade... Die Verwirrung ist verwirrt. Wir sind verwirrt. Vor allem seid ihr alle verwirrt, warum ich so eine Reaction gerade mache. Boah, da war sehr... Warte, bevor ich gehe. Wo ist das? Oh, ich zeig gerne das nicht, weil sie dürfen das nicht sehen. Hier, das ist dieser USB-Stick. Dankeschön, Bruder. Alles, was ich mit ihr aufgenommen habe, alles, wo ich rausgefunden habe, wie sie mir fremd geht und wie ich sie geschlagen habe, ist aufgenommen auf der Kamera. Ihr seht, wie ich sie geschlagen habe. Und dann habe ich gesagt, ist das wirklich wahr? Ich habe ihr 9-mal gesagt, ich habe deine Chats, Bro. Ich hatte ihren Laptop mit ihrer iCloud. Ich war eine Woche alleine zu Hause und sie hat gesagt, zwischen uns ist es zu kalt. Sie braucht Abwechslung bei ihrer Cousine, hat meine Kinder geklaut, ist weggegangen und war in Bielefeld für eine Woche. Und in ihrem Laptop taucht dann ein Screen auf, wo sie sagt, ich würde dir so gerne einen lutschen jetzt. Und ich habe eine Woche, ja, und ich habe eine Woche gewartet auf sie. Und ich habe sie nicht geschlagen, ich habe ihr nichts Schlimmes getan, ich habe mich als Mann beherrscht, obwohl ich der männlichste Mann bin. Und habe ihr on-cam, mit der Aufnahme, die es noch gibt, gesagt... Ich bitte dich, sag mir, ob das stimmt oder nicht. Hast du mit ihm geschrieben? Darf ich dein Handy sehen? Sie hat Polizei gerufen. Dann habe ich sie geschlagen, ja. Also, bevor Polizei kam, weil ich gesagt habe, wenn du denkst, dass du mit einem Juden meine Kinder aufziehen willst, Illuminaten, du deine Seele verkauft hast, die ich nicht verkauft habe, obwohl dein Sohn Saifullah heißt, und du willst sagen, ein Moslem, der Tschetschener ist, ist auf Drogen abgestürzt, obwohl er aussieht wie Herkules, und du willst mit einem Juden danach zusammen sein, der Dimitri Tschparkov ist, der schnellste Rapper am schnellsten. Mit Herkules? Da fehlen noch ein paar Kilos, würde ich mal sagen. Ey, jetzt mal Spaß beiseite. Er redet was von Illuminatis und so und von Teufeln und also ich finde, er reflektiert sich selbst. Ich weiß nicht, was Jalous sich vorgestellt hat, als er sich dahingesetzt hat. Warum auch Jalous, das frage ich mich immer noch gerade, während ich das Video schaue. Und ich kann euch nur so viel sagen, das wieder mal ein Schuss in sein eigenes Bein, Alter. Das Video, ich schwör's euch sogar. Ist ein Abspritz. Ich mache seine Abonnente in einer Woche. Stan. Ja, guck mal, ich glaube dir das alles. Das tut sehr, sehr weh. Wenn ich zum Beispiel mitbekommen würde, wie meine Frau, Bro, mit einem anderen, was? Mann was hat und sie dich nur anlügt. Ich, mein guck mal. Bester Freund! Der Einzige, sie hat mir gesagt, schreib San Diego wieder. Er war voll korrekter Freund. Ich habe es erst jetzt verstanden. Ich verstehe, wieso Ruth da sitzt. Er ist auch von San Diego. Checkst du? Und Montana Black auch, Sebastian Kluge ist deren Manager. Hä? Ich bin ehrlich gesagt... Guckt euch Jalous an. Ich würde gerne mit ihm ein Interview machen, was er erfunden hat, als er da saß. Allein seine Blicke, Digga. Sehr, sehr gebufft. Wäre ich an seiner Stelle... Guck mal, erstmal gegen Frauengewalt, aber wäre ich an seiner Stelle... Oder, wow, andere Leute an seiner Stelle, man beherrscht sich nicht. Deutsche Gandon hätte. Man beherrscht sich. Guck mal, ich kann... Ich muss auch mal was sagen, wenn jetzt zum Beispiel meine Frau mir ins Gesicht lügt und fremd geht und Fehler macht, ich halte gar nichts von Frauengewalt und man sollte eine Frau nicht schlagen, da habt ihr alle recht und Mois weiß das eigentlich auch selber. Aber wenn es zu einem Punkt kommt, wo deine Frau dich anlügt, dir fremd geht und du arbeitest jeden Tag für sie und jeden Morgen, ich immer noch gegen Frauengewalt, aber du kriegst einen Tick, du kriegst einen Knacks. Sie dann nicht als Frau, wir waren Freunde. Und ein Freund macht sowas nicht, Bro. Ich habe die Hälfte meiner Einnahmen nicht einer Frau gegeben, Bro. Ich schwör's euch. Jalous ruft gleich selbst die Polizei und lässt den mitnehmen. Bruder, ich habe die Hälfte meiner Einnahmen einem Individuum, was ich schätze, gegeben, die meine Kinder aufzieht, wenn ich nicht da bin. Und ich habe gesagt, wenn du statt mir Geld verdienen willst, ich pass auf Kinder auf. Sie hat gesagt, nein, mach du. Ich habe sie nicht wegen ihrem Geschlecht geschätzt. Ich habe sie geschätzt, weil sie keine Waffe in dieser Welt hat. Waffe ist in dieser Welt Scheiße. Denn Tisch hat ein Mann erfunden, keine Schotze. Und San Diego ist eine Schotze, weil er mein Freund war.
Und sie hat mir noch am Ende gesagt, wow, das tut mir so leid, dass jetzt zwei Freunde wegen mir streiten. Und es klang so, als ob sie geil wurde drauf. Und da habe ich zum ersten Mal ihr Gesicht gesehen, Bro. Ich habe mit ihr zwei Kinder gezeugt. Hoffe ich. Das tut sehr, 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 hoffe sehr, ich. Das tut sehr, sehr, sehr weh für die Kinder, die das alles jetzt gerade mitbekommen. Ja. Und wer tut das ins Internet? Sie! Sie! Sie sitzt in einem Auto von einem Russen und sagt, wir waren nur so da unter Kollegen. Zu dem Moment hatte ich ihr geschrieben, was machst du gerade? Schlafen meine Kinder, darf ich sie sehen? Sie meinte, sie schlafen, sondern ich bin im Bad. Und dann ist sie in McDonald's mit San Diego. Und egal wie sie das vermarktet, ich und sie wissen das. Und ich rede das zu ihr und zu San Diego. Egal wer der Letzte sagt, ich bin behindert. Und sie wollen in dieser Welt einen Madman sehen. Sie wollen eine Geschichte, ein Actionfilm. Ich gebe ihnen den, okay? Ich gebe ihnen den, allen. Ich zeige euch, wer ihre Rapper sind. Kleine, die auf fremde Frauen schauen und keine Eier haben, Kinder zu zeugen, weil sie impotent sind. Und wisst ihr noch, die Bombe, die ich gesagt habe, die platzen wird? Die ist auf dem USB-Stick drauf? Ja. Und die ist auch schockierend. Es geht um Spenden, um Menschen, die man gerettet haben soll. Und nur deswegen wurde man berühmt in Deutschland. Und das ist alles ein Kreis. Die beschützen sich alle. Sie tun nur so, als ob sie Beefs haben. Das sind kleine Schlutscher. Und ich werde sie jetzt alle aufdecken. Und uns schauen am Tag 25 Millionen Leute in der Story zu. Egal, ob sie mich hassen. Bevor 500 bis 700.000, wie ich mitbekommen habe. Also, wie ich es gesehen hatte. Warum sind es jetzt 25 Millionen? Mois wird zu Mr. Beast. Ja, ich sag euch ehrlich, Leute, das ist schon übel. Also, wenn das eine mit seiner Ex-Frau stimmt, dann kann man diese Wut irgendwo verstehen. Aber das ist too much, okay? Vor allem vor der Kamera. Er sagt, vor allem geht sie an die Öffentlichkeit. Er hat doch damit angefangen. Vor allem, was hat er für ein Foto von ihr geleakt? Ja, wir wollen das jetzt nicht wieder hochholen, aber ihr wisst, welches Foto ich meine. Ich nicht in Knast bin und die tun alles, um mich in Knast zu stecken. Ich wurde heute 7-mal verhaftet, Bro. Wegen Volksverhetzung gegen Juden. Und die Aussage, die angezeigt ist... Das hat Anis auch gemeint, dass wenn zum Beispiel irgendwas einmal passiert, sagt Mois, dass das 10-mal passiert ist. Vielleicht war die Polizei 1-2-mal da und er sagt 7-mal. Ist wahr, ich werde Sunny an seinen Locken ziehen und er ist Gangster-Rapper. Er ist G und sie sind alle in die Falle getappt. Weil es gibt da draußen genug Männer, die wissen, was gerade abgeht. Und bei Allah, bis zu meinem Tod, werde ich jetzt für Männer kämpfen, die genauso ausgenutzt werden. Ich werde Formate machen. Das hat er sehr, sehr, sehr schön gesagt. Das ist auch, glaube ich, das, worauf wir alle hinaus möchten. Es ist so eine Welt, du hast zwei Brüste und eine Titte. Man denkt so, okay, Bro, die hat recht. Nein, es gibt genug Männer, die wie ich psychisch krank gemacht wurden. Sie hat mir 2 Jahre lang gesagt, ich stinke nach Zigaretten, ich kann das nicht mehr, ich werde mir einen Bauch geben wegen dir. Und hat währenddem mit San Diego der die Hälfte meines Eis wiegt. Und jetzt wollen sie Frauen Power Awareness, ich spuck auf die. Habe ich nicht am Anfang gesagt, Kolle ist eine Sunny ist eine Farid ist eine. Jetzt habe ich bewiesen und meine Mutter dafür geopfert, okay? Ich zeige euch, was jetzt passiert. Leute, das ist jetzt eigentlich das Ende. Ich möchte nur einen Satz dazu sagen. Guck mal, ich weiß ganz genau, wie ihr denkt. Ihr denkt gerade, Mois ist ein Frauenschläger, er ist Antisemit. Es geht auf jeden Fall, es geht um diesen... Scheitan. Wenn man meinen Sohn klaut, vermarkten will, als ob ich ein Schläger und Junkie bin, obwohl San Diego aussieht, wer aussieht. Und psychische Probleme hat und nicht rausgeht aus seinem Haus, weil seine Reifen zerstochen wurden. Ich ihn von Salazar... Wundert euch nicht, wenn Farids nächste Diss-Track gegen Mois ist. Man in the Mirror. Ich will gar nicht wissen, was da alles kommen wird. Rausholen musste von seinem Rücken. Und er hatte keine Eier, das zu tun. Ich habe ihn von ihm befreit seit 2 Jahren. Er ist deswegen frei. Er ist nicht mehr mit Salah. Er beschützt ihn nicht mehr. Und ohne mich hätte Salah ihn umgebracht. Und ich habe alles riskiert. Ich habe Salah Louis Vuitton-Taschen, alles geholt, weil er mein Bruder war. Und er hat aus Respekt zu mir, weil ich mit Sunny arbeite, gesagt, okay, ich überlasse ihn dir. Und er erzählt mir so, als ob er ein Mann ist. Er hat in seinem ganzen Leben 14 Millionen Abonnenten gemacht. Ich spucke auf ihn in sein Kostüm. Mit Salah bist du in natürlich, alles er ist ein Mann, Bro. Salah ist ein Mann. Das müssen wir einmal festhalten. Er hat damals schon gewusst, glaube ich, Bruder. Er hat damals schon gewusst, glaube ich, in welche Richtung sich der Typ bewegt.
auf ekelhaft. Und ich wusste nicht, was sie vorhaben. Ich wusste auch nicht, dass ich meiner Frau nicht vertrauen kann, weil ich heirate sie aus Vertrauen, Bro. Wallah, ich sag euch ganz ehrlich, ich habe mir das Interview, ich sag so, ich bin jetzt wirklich aus Essen hingefahren, ich kann jetzt nicht sagen, wo wir sind. Ich bin hier hingefahren, ich habe mir das ganz, ganz, ganz ruhig vorgestellt. Gescriptet, alles. Wir sind gerade in einem One-Take. Ich bin gerade ehrlich gesagt... Es ist nicht echt, nein, es ist nicht echt. Iris ist echt, was San Diego für sie geschrieben hat. Ich hab da auch ihr gesagt. Anwalt zeigt mich an, Bro, ihr, ist er ihr Mann? Ich hab Kinder mit dieser... Guck mal, er beleidigt sie immer wieder aufs Neueste, Digga. Und zwar richtig übel. Und wisst ihr, was ich so denke? Jalous ist aber niemals dieser Typ dafür. Dass er einfach mal ihm sagt, ey, chill mal ganz kurz. Komm mal mit deinem Ton runter. Lass uns ein anständiges Statement machen. Red mal hier normal wie ein Mann. Hör auf, dich hier so aufzuspielen, rumzuschreien, das bringt doch nichts. Guck mal, wie wir alle drauf reagieren. Ich will gar nicht wissen, was gleich die Kommentare sind. Und Deutschland wacht nicht auf, weil ich einfach nur ein Mann bin? Wegen einer in Maske? Das sind zwei mit Fetisch. Die mögen das zu verstehen. Die haben komische Filme, Bro. Die machen Rollenspiele miteinander. Alles auf USB-Stick, mein Bré. Viel Spaß damit. Okay? Und wenn ich im Knast bin, wissen alle, wer da los ist. Alles gut? USB-Stick, ich meine, wenn er so ein Bild von ihr geleakt hat, hätte er nicht schon längst das andere auch geleakt? Oder würde er wirklich ein Stick, wie er sagt, einen Jalous geben, der das dann leaken darf und so viel, sage ich mal, Aufmerksamkeit bekommt? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht kommt sowas. Aber... schlimm wär's, Digga. Also die einzigen, sage ich mal, die mir am meisten leid tun, sind die Kinder. Weil sobald die Kinder das Ganze realisieren werden und ein bisschen älter sind und auf Social Media rumgehen, ist es das Allerschlimmste für das Kind, wenn in der Schule, in der Klasse, Schüler kommen und sagen, hier, guck mal, dein Vater, deine Mutter, so und so, boah, das ist schon übel. Das ist das Einzige, was mir leid tut. Salamu alaikum, ihr wollt mein One Piece, ihr könnt ihn haben. Irgendwo auf der Grand Line ist er irgendwo versteckt. Verstehst du, ich meine? Verstehst du, ich meine? Du kleine Pizza Bolka, denkst du, ich mache YouTube-Kanal, der heißt How I Met Anis. Und du bist dort eine und hast alles gesagt, dass du mich nie verlassen wirst und so. Und hey, ich bin ihre Frau, er ist so ein guter Mann. Und jetzt erzählst du das Gegenteil? Und denkst du, es ist ein Zufall, dass du die Kanäle runternehmen lässt von einem Jew? Ha? Haidet an. In deine Mutter, die genauso eine Kahawi ist wie du. Salamu alaikum auf deine Religion, wo du sehr... Jetzt hat er seine... Oh mein Gott, jetzt hat er auch noch die Mutter eingemischt. Das hat noch gefehlt, jetzt ist das auch noch gekommen. Wallah, dieser... Das Beste ist, wenn man gegen die Person sind oder ist, dann heißt es ja bei denen, wir stecken unter irgendeiner Decke mit dem und dem, was ich am schlimmsten finde. Gläubig bist. Wegen so einer wie du bin ich nicht mehr gläubig, okay? Weil du neben mir gebetet hast. Und unser Sohn Saifullah heißt. Und meine Enttäuschung soll man bis zu meinem Tod sehen, selbst wenn man mich hasst. Ich will Figur für jeden Mann werden, der von einer Mutter hintergangen wurde. Meine Songs sind nur über dich. Ich werde nur für dich Platin gehen und für diesen Sohn. Mit dem ersten Song. Hast du mich verstanden, du kleine? Das ist meine Rache. Nicht physische Gewalt. So einen wie dich. Mann nicht. Ich will, dass du lebst und siehst, wie erfolgreich ich bin. Und könnt ihr Jalous seinen Blick sehen? Er denkt sich, fuck, warum bin ich in diesem Video? Das hast du davon. Du hast an die Reichweite gedacht, hast dir gedacht, boah, Mois ist gerade ein Hype, wenn ich mich da hinsetze, nehme ich gerne mit. Und jetzt hast du reingeschissen, indem du da sitzt und er so über seine Ex-Frau herzieht und sie so aufs Übelste beleidigt. Bis im Video. Glückwunsch. Davon stirbst. Mois ist jetzt auch gerade auf dem Weg zu gehen. Ich glaube, der macht sich jetzt fertig. Guck mal, Leute. Jetzt nochmal abschließende Wörter, weil Mois ist gerade sehr, sehr emotional. Ich möchte das jetzt einmal kurz zusammenfassen. Guck mal. Wallah, wallah, 100% gegen, meiner Meinung nach, gegen Juden, gegen Frauenfeindlichkeit, gegen Juden, Antisemitismus und gegen Frauenfeindlichkeit. Ihr müsst das einmal verstehen, was Mois euch die ganze Zeit sagen möchte. Stellt euch vor, Guck mal, ihr müsst das einmal verstehen, jetzt diese ganze Hassschiene, macht das mal kurz eine Sekunde so weiter. Sag einfach Free Palestine und scheiß auf diese Nuttensöhne. Gott gibt uns Paradies oder Hölle.
Sag einfach Free Palestine, beende dieses Video, sie ist mit Juden. Beende dieses Video mit Free Palestine und fertig. Die sollen sagen, ich bin behindert. Abi, Salam alaikum. Free Palestine, ich liebe eure Herzen. Oh, wow. Walla, 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 ich bin baff, Leute. Das Video gibt es auf jeden Fall jetzt die Tage zu sehen und die ganzen Beweise, wer weiß, was passiert. Ciao. Habt ihr gesehen? So kleines Jalous. Direkt ist er gesprungen und musste das machen, was Papa ihm gesagt hat. Ey, so lächerlich, Alter. Also das ist wirklich das lächerlichste Video, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Oh mein Gott. Leute, was war das denn, Digga? So, jetzt schauen wir mal. Mois, sein Downfall muss studiert werden. Das ist geisteskrank. Ist Top-Kommentar. Dann geht's weiter. Jalous hat in der ersten Minute seine Meinung geändert. Der Boy rechts hat Angst um sein Leben. Dieser Jalous realisiert erst in diesem Augenblick, dass er jetzt mit diesem Psycho für immer in Verbindung gebracht wird. Der Typ fühlt sich sichtlich wohl neben Mois. Alter, ist das unangenehm. Der Typ ist voll eingeschüchtert und redet Mois nach dem Mund, weil er Angst hat, sich selber eine zu fangen. Ist so. Ist genau so, was ich eben gesagt habe. Ey, ich bin gerade so schockiert, Digga. Aber gut, dass ihr mich so am Laufenden hält und immer im neuesten Zustand. Genauso muss es auch sein. Dafür küsse ich eure Herzen. Ihr seht's auch, egal wo ich bin. Meine Kamera ist immer dabei. Das ist auch eine andere High Quality, ne? Man sieht einfach alles. Ich bin hier voll belichtet mit irgendwelchen LEDs. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank für euren Support, Habibis. Und ballert mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr von diesem Video hält. Und wir sehen uns im nächsten Video.